Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung zu Hunter und Kron. Heute mit Munchkin Lootletter von Vegasus Spiele. Ein schönes kleines Kartenspiel ab 8 Jahren, 20 bis 30 Minuten, so für 2 bis 4 Spieler von Seiji Kanai. Und in dieser Packung sind nur 16 Karten, davon nur 8 verschiedene Karten, also wirklich ein kleines Mikrogame. Und das Spiel ist auch ganz einfach erklärt. Am Anfang kriegt jeder eine Karte. Wenn man dran ist, zieht man eine zweite Karte vom Nachziehstapel, hat dann 2 Karten auf der Hand und kann entscheiden, welche dieser Karten man ausspielen möchte. Und wenn man eine Karte ausspielt, die haben immer noch einen Spezialeffekt, der tritt dann irgendwie in Kraft. Und am Ende des Spiels hat jeder Spieler auch noch eine Karte auf der Hand und der Spieler, der die höchste Karte mit dem höchsten Wert dann noch auf der Hand hat, der gewinnt. Es sei denn, vorher sind nicht alle anderen Spieler schon ausgeschieden, weil bei diesen Spezialeffekten gibt es eben verschiedene Sachen, zum Beispiel die Topfpflanze. Wenn man die ausspielt, kann man versuchen, die Handkarte eines Mitspielers zu erraten. Und wenn man das richtig rät, dann muss der vorzeitig ausscheiden und so weiter. Ja, und es gibt halt die unterschiedlichsten Karten, zum Beispiel die Beute. Also sag mal, ist das nicht eigentlich ein Love Letter? Nein, das ist nicht Love Letter, das ist manchmal Loot Letter. Aber das sind doch genau die gleichen Regeln. Es mag so erscheinen, das aber... Das sind doch genau die gleichen Karten. Es sind vollkommen andere Karten. Also die Effekte der Karten mögen gleich sein, aber... Zum Beispiel statt der verkitschten Prinzessin, die jetzt ja schon x-mal geehelicht wurde und deren Liebe ich wirklich beim besten Willen nicht mehr ernst nehmen kann. Aber ich fand die eigentlich ganz sympathisch. Ja, jeder findet die sympathisch und jeder hat die schon 100-mal geheiratet. Jetzt, hier, gibt es wieder richtig anständig Beute zu machen, in den Dungeon gehen, sich mit Drachen anlegen und anderen schrecklichen Kreaturen wie der Ente des Schreckens oder dem Netztroll oder der Topfpflanze. Und wem das am besten gelingt, der macht Beute. Und auch dann kriegt man nicht irgendwie so ein kitschiges Herzchen, sondern man kriegt eine Schatztruhe. Und wer am meisten Schatztruhen erbeutet hat, der gewinnt das Spiel. Das, finde ich, ist eine ganz klare thematische Umsetzung, wie man sich das halt, ja, in den Dungeon gehen, der Beute möglichst nahe kommen und dafür belohnt werden. Okay. Also, Verstehst du? Nicht irgendwie... Nee. Ja, nicht immer dieses hier. Ich meine, das ist ja irgendwie, alle sitzen am Tisch und schreiben Liebesbriefe ein ums andere Mal und so. Das ist doch... Ja, das stimmt doch was nicht. Was ist denn die mit sind gar Prinzessin? Nicht alle verliebt, diese Spieler. Ja, die einen tun immer nur verliebt und die Prinzessin kann sich einfach nicht entscheiden. Wahre Liebe, mal ganz ehrlich. Die findet man nur im Dungeon, die wahre Liebe. Sowas in Form von Goldmünzen. Sowas können sich nur Japaner und Drachen. Ja, und das Spiel ist von Seiji Kanai, dem gleichen Autor wie Love Letter. In dem Sinne hast du recht. Und er hat natürlich, ja, er hat sich stark inspirieren lassen von Love Letter. Ziemlich und stark. Hat alle Karteneffekte 1:1 übernommen, aber das Spiel trotzdem in ein vollkommen anderes Universum übertragen. Und gerade für Leute wie mich, die wirklich die Schnauze voll haben von diesem Romantik-Kitsch, die werden hier glücklich. Ja, weil das Spiel bleibt natürlich genauso toll, wie es ist. Ja, wenn ihr schön artig wart, dann ja, vielleicht bekommt ihr ein Munchkin Loot Letter in euren Nikolaus-Strumpf. Und wenn ihr ganz böse wart, dann bekommt ihr ein verkitschtes Love Letter. Oder es ist genau umgekehrt. Oder umgekehrt. Wie auch immer, wir hoffen, ihr kriegt schön viel Brettspiele in euren Nikolaus-Strumpf. Dabei ist mir auch passt wenigstens in den Stiefel. Ja, genau. Ich fand immer schon, eigentlich ist Nikolaus mit den Stiefeln total blöd für Brettspiele. Das müsste eigentlich mal die Tradition ändern, dass man so große Säcke kriegt. Da würden auch große so AEG-Säcke. Oder einfach einen viereckigen Karton halt. stellt eure viereckigen Kartons vor die Tür. Der Brettspielmann kommt,